Hallo zusammen. Es geht weiter mit den Türchen 13 bis 15. So, dann legen wir auch direkt los. Einmal Türchen 13. Da hatten wir einmal bei Kreativdepot einmal das hier. Ich weiß jetzt nicht so wirklich, was das ist. Ich habe das mal abgestempelt. Es sieht auf jeden Fall schön aus. So, einmal das. Dann bei Ulrike gab es einmal hier diese Stanze. Von dem Hasen habe ich auch mal ausgestanzt. Ne? Hier ist irgendwie, das ist mir auf meiner Stanzplatte kleben geblieben. Das hing so fest in der Platte drinne. Ja, aber sehr schön geworden. Finde ich auch sehr schön. Und dann gab es bei Crafters Companion, hatte ich einmal diese Stempelchen hier drin. Spring, Autumn, Summer and Winter. Einmal abgestempelt. Sind die hier. So, das war Türchen 13. Dann tun wir das mal wieder alles auf Seite. Dann kommen wir zu Türchen Nummer 14. Da hatte ich einmal bei Kreativdepot diesen Stempel hier. Finde ich total süß. Alles Liebe steht da drunter. Einmal abgestempelt. Ist nicht ganz, also der Stempelabdruck war nicht so gut. Ich bin wahrscheinlich heute ein bisschen schwach. Ne? Einmal den. So, dann haben wir bei Ulrike gab es einmal die Stempelchen hier. Auch goldig finde ich die. Ein Fuchs. Lesefuchs. Ich habe das jetzt nicht abgestempelt. Design bei Manu von Hasenschmiede. Ah ja, auch sehr schön. So, Nummer 14. Und dann bei Kraft das Companion gab es, wo habe ich denn das hier? Ach hier. Da gab es heute ein, also nicht heute, sondern am 14. ein Stenzel. Ach, jetzt habe ich, ich habe sonst immer was für drunter zum Legen. Bloß heute nicht. Moment, ich nehme mal das hier. Vielleicht kann man das so ein bisschen besser sehen. Das sind so Blümchen. Das letzte Mal hatte ich was Schwarzes parat gehabt, ne? Mal kurz gucken. So, hier habe ich auch was. Entschuldigung. So kann man es hier wesentlich besser sehen. Das war bei Crafters Companion wieder drinnen. Stenzel. So, das war Türchen Nummer 14. Dann tun wir das mal wieder auf Seite. So, dann kommen wir zu Türchen Nummer 15. Da haben wir zum einen gehabt, bei Kreativdepot gab es hier diese Stempel aus meinem Garten, eine Schubkarre und eine Gießkanne. Richtig süß gemacht. Einmal kurz der Stempelabdruck. So, dann habe ich bei Ulrike gab es heute wieder eine Stanze und zwar ein Hufeisen. Den habe ich natürlich auch ausgestanzt. Der sieht wirklich sehr schön aus. So. Und dann gab es bei Crafters Companion
Stipendien gab es ein Stempel, und zwar ein Baum mit der passenden Stanze dazu. Also richtig schön, habe ich natürlich auch wieder abgestempelt. So, der sieht richtig hübsch aus. So, das waren Türchen 13 bis 15. Ja, und dann sehen wir uns auf jeden Fall bei den nächsten Türchen wieder. Es ist ja eisekalt draußen und meine Hände, die trocknen ja ohne Ende. Also ich muss im Moment cremen bis zum geht nicht mehr. Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall noch ein paar schöne Tage und dann sehen wir uns am Sonntag wieder. Zumindest hören wir uns, sehen tun wir uns ja nicht, aber wir hören uns dann am Sonntag wieder. Macht es gut, bis dahin. Tschüss.